Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Es bleibt weiter eng an der Tabellenspitze der Oberliga. Tennis Borussia hatte vorgelegt, Hertha 03 wollte nachziehen gegen den Greifswalder FC und Trainer Roland Groß, Vater von Weltmeister Toni und Union-Profi Felix. Es gab ein wenig Aufregung um seine Person. Verlängert er seinen Vertrag oder nicht? Jetzt schafft er Klarheit. Mir macht das Riesenspaß. Wir setzen uns jetzt vor Weihnachten zusammen. Und ich denke schon, dass man mich hier noch länger sehen wird. Seine Mannschaft in Weiß wieder richtig gut unterwegs in dieser Saison. Letzte Woche 0:0 zu Hause gegen Tabellenführer TB. Insgesamt mit 30 Punkten auf Rang 4. Ein Sieg gegen Hertha 03 und sie ziehen sogar vorbei an den Berlinern. 6 Minuten erst gespielt. Fahr auf Pozniak. Die eiskalte Dusche für Zehlendorf. Kamil Pozniak, Neuzugang aus Polen von Motor Lublin. 4. Saisontor. Greifswald machte den Vorhang auf und alle Hertha 03-Spieler hatten den Zuschauerplatz in der ersten Reihe. Sträflich verteidigt, brillant von den Gästen. Hertha 03 antwortete auf die herbe 1:4 Niederlage vor 2 Wochen gegen TB. Letzte Woche mit einem wichtigen Sieg in Torgelow. Mit einem Dreier konnten sie sich auf 5 Punkte von Greifswald distanzieren, aber es kam erschreckend wenig von den Blauen. 12 Tore, Mann Huke streichelte den Ball am Tor vorbei. Es war das Gefährlichste, was Hertha 03 in dieser ersten Hälfte zu bieten hatte. Ansonsten kam ganz viel von den Jungs aus Vorpommern. Immer mit Druck über die Außen, mit Krolikowski. Der versuchte es mal, Ball tippte, unangenehm für Sprint, Fahr und Fraus. Ließ die XL-Möglichkeit liegen. Aber wie beim 0:1 hatte Jannis Fahr den Blick wieder oben, dieses Mal für Fraus anstelle von Pozniak. Greifswald bestimmte das Spielgeschehen nach Belieben, ließ den Ball laufen und die Hausherren leisteten meist nur Begleitschutz. Berger verspürte keinen Gegnerdruck. Kolikowski durfte aufdrehen und dann ging es wieder schnell. Altes Muster, scharfe Eingabe und wieder fehlte nicht viel. Rollentausch dieses Mal beim GFC. Jetzt Fraus Vorbereiter für Fahr. Es stellte sich nur eine Frage, wann fällt das 0:2? Greifswald verlor letztmals Anfang September, seitdem 6 Siege aus 8 Spielen. 33. Minute, Shoguru dachte sich in die Mitte, das klappte heute schon mal ganz gut. Dombrowe, der Feuerwehrmann, klärte gegen Fraus und löschte vorerst den Zehlendorfer Großbrand in Hälfte 1. Markus Schatte hatte Klärungsbedarf in der Pause, doch seine Jungs leisteten sich weiter haarsträubende Fehler. Said mit dem Ballverlust und erneut die Kombo aus Fahr und Fraus. Beide bei Hansa Rostock ausgebildet. Tom Fraus arbeitete weiter an Saisontor Nummer 2. Hertha 03 vor dem Spieltag wieder punktgleich mit TB. Beste Aussichten auf Rang 1 und dann dieser schwache Auftritt. Hukema auf Sini Tanahirik, wenn sie mal durchkamen, hatte Nico Bartz was dagegen. Bekam die Beine im letzten Moment noch zusammen. Nochmal Greifswald. Meist mit einem, maximal mit 2 Kontakten. Am Ende kam der Ball dann zu Krolikowski. Kurze Drehung. Und dann mit schönen Grüßen ans Aluminium. Sie vergaben eine Großzahl an besten Möglichkeiten. Das gute alte Sprichwort sagt ja, dass sich das dann hinten rächt, aber dafür reichte die Gegenwehr von Zehlendorf an diesem Tag schlichtweg nicht aus. Roland Groß hat seine Mannschaft mal wieder perfekt eingestellt. Die Dominanz gegen Hertha 03 für den Weltmeistervater, ein Produkt der gesamten Hinrunde. Marcel Colata fragte nach. Ja, natürlich sind wir sehr zufrieden mit dieser ersten Hälfte. Sicherlich gibt es hier und da auch noch ein paar Sachen zu verbessern, das ist glaube ich immer so. Aber grundlegend muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, so wie die Mannschaft hier in der ersten Halbserie aufgetreten ist. Und wir stehen auch nicht umsonst da oben mit. Der Greifswalder FC, 2. Oberligasaison, letztes Jahr 3., jetzt schon wieder auf Rang 3. 2 Punkte hinter Rostock 2 und TB. Da braut sich was zusammen im hohen Nordosten Deutschlands und Markus Schatte. Ja, sein Gang verriet alles über den Auftritt von Hertha 03.
Auf geht's, dein neues Leben wartet. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft zum Discounterpreis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.